Hi, ich bin David, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Da wir ja einige neue Leute auf diesem Kanal sind, habe ich mir gedacht, ich beantworte mal wieder ein paar unangenehme, peinliche Fragen. Habe ich länger nicht mehr gemacht, habe ich aber schon mal gemacht. Schaut auf jeden Fall in dem letzten Video, wo ich das gemacht habe, vorbei. Ist verlinkt. Aber heute gibt es weitere Fragen und zwar auch ganz andere, selbstverständlich. Und ja, ich habe eine Internetseite gefunden, wo es peinliche Fragen gab und habe mich eigentlich nicht wirklich darauf vorbereitet. Ja, das wird toll. Ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, wir legen los. Frage Nummer 1. Wann hattest du deinen ersten Kuss? Das ist schwierig zu sagen. Also wenn Grundschule mitzählt, dann in der ersten Klasse. Wenn so richtiger Kuss erst zählt, dann mit 13. 12 oder 13. Irgendwie so in dem Dreh. Frage Nummer 2. Verrate uns den Namen des Mädchens, mit der du deinen ersten Kuss hattest. Wir gehen jetzt einfach mal von meinem ersten richtigen Kuss aus. Mit Rumlecken und sowas alles. Die hieß Anni. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähnelt deine Traumfrau deiner Mutter? Also ich muss ja sagen, ich habe meine Traumfrau ja schon gefunden, sage ich mal so. Und ich würde sagen, an sich nicht. Es gibt ein paar Dinge, Kleinigkeiten, wo die sich ein bisschen ähnlich sind. Zum Beispiel, dass die beiden keinen Alkohol trinken oder sowas. Aber ansonsten sind es schon grundverschiedene Menschen. Hast du jemals einen Mann geküsst? Wenn ja, wen? Wie hat es sich angefühlt? Also, ich habe auf jeden Fall schon einen Mann geküsst, ja. Auch tatsächlich nicht erst einen. Namen werde ich nicht nennen. Ich kann nur sagen, dass es sich nicht besonders angefühlt hat. Also es war einfach, man war betrunken, hat gedacht, ja boah, lass mal küssen. Und dann hat man sich halt geküsst. Das war jetzt nichts mit Gefühlen oder so. Aber man muss es ja mal ausprobiert haben, oder? Würdest du deinen besten Freund küssen? Ja, safe. Safe. Ist es nicht sogar irgendwie normal, dass man seinen besten Freund küssen würde? Hast du jemals einem Mann auf den Po gestarrt? Bestimmt. Habe ich bestimmt schon mal gemacht. Ich habe jetzt keinen Mann im Kopf, dem ich auf den Arsch geguckt habe oder sowas, aber ich habe mit Sicherheit schon mal Männern auf den Arsch geguckt. Safe. Hattest du jemals einen One-Night-Stand? Ja, aber erst einen. Hundertprozentig nur einen. Ich finde, es muss jeder für sich selber entscheiden, mit wem, wie oft er verkehrt. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn Frauen mit vielen Männern schlafen. Das ist okay. Jeder hat seinen Trieb. Wann hattest du dein erstes Mal? Oh, der Frage bin ich, glaube ich, echt ziemlich lange aus dem Weg gegangen hier auf YouTube. Ich sag mal so, es war zu früh. Ich habe mich damals bereit gefühlt, bereue es jetzt im Nachhinein aber ein wenig, weil ich halt eigentlich noch gar nicht reif genug war. Das war zwischen Mitte und Ende 13, irgendwie so. Also, als ich Mitte, Ende 13 Jahre alt war. Ich sag mal, es ist auch keine Schande, wenn man erst mit 18 oder so sein erstes Mal hat. Das ist voll okay. Wenn man sich erst mit 18 bereit fühlt, dann soll man erst mit 18 Sex haben. Wenn nicht, dann habt halt früher Sex. Aber passt auf und verhütet. Weil das Ding ist, man kann ja nicht nur schwängern, sondern man kann ja auch Krankheiten bekommen. Deswegen, Leute, verhüten. Wichtig. Voll der Aufklärungskanal hier gerade. Wo war dein erstes Mal? Mein erstes Mal war in einem Bett. Ganz klassisch. Hattest du Bammel vor deinem ersten Mal? Ich glaube, mit Bammel meinen die, hattest du Angst? Das Ding ist, ich habe zu der Zeit schon Lustmacher geguckt und ich habe es mir halt komplett anders vorgestellt. Aber das ist halt das Ding, was viele haben, die noch keinen Sex hatten. Die stellen sich das komplett anders vor, weil sie halt das aus Liebesfilmen anders kennen. Angst direkt hatte ich nicht. Ich war ein bisschen aufgeregt, ja, aber jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so, puh, ich glaube, ich ziehe das doch nicht durch oder sowas. So. Also ich wollte es schon hinter mich bringen. Wann hast du das erste Mal eine nackte Frau gesehen? Wie alt warst du da? Ja, als Kind hat man doch bestimmt schon mal seine Mutter nackt gesehen. Zusammen geduscht oder sowas. In sexueller Hinsicht wäre das dann halt auch mit, ich glaube, 13, 14 gewesen. So. Also als ich auch mein erstes Mal hatte. Magst du große oder kleine Brüste? Ich mag beides, aber große Brüste finde ich schon attraktiver. Ich bin auch, glaube ich, mehr so der Brusttyp. Also nackt bin ich mehr der Brusttyp und angezogen bin ich mehr der Arschtyp. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es in die Kommentare. Das Gute ist, was mir gerade einfällt, ich habe letztens in die Statistiken von meinem Kanal geguckt und habe gesehen, dass wirklich fast nur Männer meine Videos gucken. Das heißt, wir können hier einfach völlig offen in den Kommentaren schreiben über sowas und es sieht keine Frau. Mega nice. Okay, die Frage ist komisch. Wie oft gehst du pro Tag aufs Klo? Insgesamt 5 Mal oder so? Kann das sein? 5, 6 Mal? Würde ich jetzt tippen. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie nachgezählt irgendwie. Wie viel Zeit verbringst du auf dem Klo? Also ich bin schon jemand, der keine Lust hat, sich auf Toilette zu stressen. Deswegen genieße ich den Toilettengang meistens und bleib dann schon so 5 bis 10 Minuten sitzen. Und ja, ich pinkel auch im Sitzen. So wie ein echter Mann das macht. Weil echte Männer pissen nicht auf den Rand. Mit welchem Promi würdest du gerne eine Nacht verbringen? Oh, ist das schwierig, ey. Ich kenne halt auch nicht so viele Promis, glaube ich. Zählt Lana Rhodes als Promi? Hm? Ich weiß es nicht. Welche ist deine Lieblingsstellung? Also ich muss sagen, ich liege schon gerne unten, weil ich dann einfach besser kontrollieren kann, irgendwie, wie lange ich kann, als wenn ich oben bin. Deswegen würde ich einfach sagen, Cowgirl oder Reverse Cowgirl. Welches Körperteil liebst du an dir? Also ich muss sagen,
Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich finde, ich habe eigentlich, abgesehen von der Behaarung, schon einen nicen Ass. Ich habe halt schon einen knackigen Arsch, so. Ja, ich finde meinen Arsch eigentlich ganz nice. Oh, direkt das Gegenteil. Welches Körperteil an dir hast du? Ich glaube, hassen tue ich nichts an mir. Eigentlich bin ich mit meinem Körper echt gut zufrieden, nur dass ich noch gerne ein bisschen zunehmen würde. Was war die peinlichste WhatsApp-Nachricht, die du jemals verschickt hast? An wen hast du sie verschickt? Boah, da fällt mir jetzt direkt eine Sache ein, die ganz, ganz, ganz unangenehm war. Da war ich feiern mit einem Kollegen und ich habe da eine abgeschleppt. Die war halt nicht ganz so lecker. War jetzt nicht mein Typ eigentlich, sagen wir es so. Und dann wollte ich am nächsten Tag zu meinem Kollegen schreiben, so, boah, nüchtern wäre ich da niemals beigegangen. Ich habe das aber nicht meinem Kollegen geschickt, sondern einfach dem Mädel, mit der ich da was hatte. Und ja, dann ging's los mit dem Rausreden. Aber ich glaube, letztendlich habe ich das ganz gut hingekriegt, mich rauszureden. Ja. Das war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich unangenehm und ein echter Schockmoment, als ich realisiert habe, ich habe es der falschen Person gesendet. Das Ding ist, früher konnte man auf WhatsApp irgendwie keine Nachrichten löschen und das hat die Sache jetzt nicht leichter gemacht in der Situation. Hattest du jemals gleich beim ersten Date Sex? Ja. Es gab tatsächlich auch ein paar Male, wo man sich extra nur dafür getroffen hat. Finde ich nicht schlimm. Wenn es abgeklärt ist, ist alles super. Nur Leute, macht den anderen Menschen keine Hoffnungen und brecht denen am Ende das Herz. Das ist nicht so cool. So, ich glaube, das war unangenehm genug für mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht noch eine Folge wollt, gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann natürlich trotzdem einen Daumen nach oben, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao. Alle abonnieren!